So, ich lass den da erstmal. Einfach nur so ein Slenderman im Wald. Und um das mal zu demonstrieren, wir können dann hier quasi irgendwie... sagen wir mal hier... Big Mama. Und dann sagen wir mal Furry Female, so. Select, dann sieht die momentan so aus, Big Mama. Und die können wir dann bis zur Höhe von 30 machen und das sieht dann wiederum so aus. Also ich setze hier mal eine Fackel gerade, die nicht viel bringt, weil Big Mama riesig ist. Und da kann man natürlich dann auch Gegner machen oder Riesen machen und so weiter und so fort, die dann einfach durchs Lande streuen. Hallo Gronkh, die ist jetzt natürlich freundlich gesonnen, aber da kann man auch dementsprechend, wenn ich auf 1 mache... Ja, das ist nicht mehr ganz so Big Mama. Ach, ist ja süß. Da kann man ein Schlumpfdorf machen. Wenn man sich so einen Schlumpfskin macht, dann machst du einfach so ein Schlumpfdorf. So mit Pilzen. Ist doch auch geil. Und so eine Viecher, wenn die dich angreifen und richtig stark sind, die erwischst du niemals. Never. Die machen dich rund. So, ich gucke mal ganz kurz, was haben wir denn? Monster Female? Ah, ist ein Zombie. Okay, dann mache ich mal ganz kurz, gehe ich mal hier auf 7. Auch schon geil, was einem da für Möglichkeiten alleine offen stehen. Herobrine, ach siehste mal. So, man kann jetzt hier im Verzeichnis natürlich auch nach oben gehen und dann sage ich, ich möchte gerne, sagen wir mal, Furry Female haben. Das gibt aber Fehler, weil die Texturen sind nicht genau auf das Modell angepasst. Zack. So, da sieht man schon kaputt. Ich gucke mal ganz kurz bei den Furry Females rum. Zack. Was haben wir denn da alles? Select. Angel Blonde. Ach, das ist ja cool. Ach, wie cool. Alter. Mit der Mütze auf auch noch. Aber da kann man halt auch ganze Kulturen quasi machen. Ganz andere Kulturen, als man sonst so hat. Es müssen ja keine Menschen sein. Es können ja tatsächlich auch immer andere Rassen sein, die hier irgendwo rumwohnen. Das ist der Wolf. Wolf Black Hunter. Steampunk. Man sieht nicht unbedingt Female. Da sieht man nur diese komischen Brüste, die ja ein bisschen rauspixeln. Wolf Grey. Also da gibt es schon eine ganze Menge, was man machen kann. Wolf Light Grey. Pipapo. Manchmal Furry Male. Ich glaube, da wird der Unterschied nicht allzu gravierend sein. Hier gibt es keinen Angel. Alter, so ein Bunny-Dorf. Also das wäre... Osterhase wäre aber lustig. Dragon ist ganz cool. Reaper, Alter, auf dem Friedhof. Wäre auch ganz geil eigentlich. So, die hier sind quasi die üblichen. Nur halt in männlich nochmal. Ein Reaper auf dem Friedhof. Da hätte ich ja auch Bock drauf. So, die Naga sehen so aus. Cool, die sehen aus wie Naga. Was haben die denn so für? Creep Snake. Ach du, das sieht ein bisschen schräg aus. Ender Snake. Nee, ich glaube, die Claire ist dann noch das Originellste. Und was haben wir für männliche Naga? Nagasaki? Das sieht auch ein bisschen creepy aus. Ender Snake, Finse. Aha. Naga Black, Naga Blue, Naga Grey, Naga Red, Naga Steve 1. Also Naga Steve finde ich irgendwie unpassend. Wenn, dann muss das schon richtig sein. Okay, was haben wir denn hier noch für Dinger? Ich guck mal ganz kurz noch ein bisschen rum. Orc Male, Orc Female. Big Mama hat dich lieb. Big Mama kocht dir Suppe. Also kann man auch Ork-Dörfer machen und die kann man halt richtig bevölkern und so weiter und so fort. Also es gibt da ewig viele Möglichkeiten. Was ich jetzt mal gerne mal ausprobieren möchte, ist ganz kurz natürlich, hat man nicht einen Dragon noch irgendwo? Dragon. Zack. Big Mama. Das heißt, da kann man sich auch, Alter, die möchte ich mal ganz kurz, Entschuldigung. Boah. Ich glaube, ja, jetzt muss ich erstmal in die rankommen wieder. So. Ich glaube da. Ich mach mal wieder auf 7. Was haben denn Dragons für Texturen? Grau? Rot? Skeleton. Geil. Skeleton Dragon. So, da mache ich mal
Crystal, die kennen wir ja auch. Das sind diese komischen Dingenskristalle. Zack, huch. Das heißt, man kann auch eine Welt, eine Dingens, auch da gibt's mehrere. Aqua Crystal Floating, geil. Burning Crystal. Corrupt Crystal. Electric Crystal, Psychic. Elemental Lava, Ender Crystal, den kennen wir ja. Mario Note Block, naja. Nature Crystal ist schon geil. Da kann man so Wisps oder sowas machen. Ich finde, also ich feiere diese Mod so extrem, da habe ich gar keine, ich habe da gar keine Worte für. Ich halte mich jetzt hier auch ganz schön lange dran auf, merke ich gerade. Pony? Ach was, Derpy! Ist übrigens vom gleichen Autor, vom Noppes, der gleiche Autor, der auch die Animal Bikes gemacht hat. Derpy, Derpy, Derpy! Ach ja, Apple Bloom, Apple Jack, Berry Punch, aha, aha, so heißen die also alle. Broly, Caramel, Carrot Top. Carrot Top, das ist doch alles Bonbon, das sind doch alles Süßspeisen. Chocolate Sun, Cloud Kicker, Colgate, das ist so eine Zahnpasta. Derpy! DJ Pon, Dr. Hoofs, Endless Clouds, Fluttershy, Golden, ja. Okay, es gibt auf jeden Fall, Rainbow, die kennen wir ja noch. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge hier. Ich mach mal was anderes. Skeleton, Slime, Villager. Bei Schleim würde mich mal interessieren. Gut, Schleim wissen wir, wie der aussieht. Was gibt's denn da noch? Cobblestone. Ach, wie geil ist das denn? Alter, wie geil ist denn das bitte? Überleg mal, du läufst durch einen Dungeon. Oder hier, einfach zack. Das ist natürlich extrem geil. Dann laufen irgendwo Erdblöcke durch die Gegend und greifen dich an. Geile Idee, ob die passt, ist natürlich immer die Frage. Skeleton kennen wir ja schon. Villager gucken wir uns auch gleich mal an. Ah ja, das kennen wir ja schon, das Skeleton. Was haben wir da? Ancient, Bloody, Golden, Skeleton Archer, King, Mage, Priest, Villager, Warrior. Man kann sie jetzt halt noch erweitern ohne Ende. Jetzt, zum Schluss gucken wir uns jetzt nochmal den Villager an. So, den kennen wir ja schon. Der Butcher, der Farmer, der Bibliothekar, der Priester, der Schmied, der normale Villager und die Hexe, die hier gerade nicht drauf passt, die Textur. Aber die haben wir ja schon mal gesehen, ich erinnere mich. Okay, ich lösche mal Big Mama. Jetzt haben wir aber wirklich genug gemacht hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo komme ich denn wieder zurück? Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie eine ganze oder zwei Folgen verquatscht mit dem Scheiß. Ich weiß es gar nicht. Aber ist halt schon eine ziemlich geile Mod, muss man einfach sagen. Einen Slenderman haben wir jetzt auch. Hui. Ja, so Geistermodus wäre noch geil. So Geister, die durch Wände gehen können. Und vielleicht die tagsüber nicht erscheinen. Die dann verschwinden einfach. So ein bisschen wie Zombies. Wo waren jetzt... Habe ich so gut versteckt, finde ich nicht mehr. Da war es, ne? Aber sollte ich denn dann hier direkt auf den Friedhof machen oder lieber unten in die Krypta rein? So, warte, was waren das? Wo waren die jetzt nochmal? Das war bei den Furries, ne? Furry-Mail. Der hier, ne? Der war's. Ne, der war's natürlich. Der Seelenvater, aber das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Irgendwie so jemanden, der einen geleitet auf dem Wege vom Leben in den Tod. Der Geleiter? Nee, das ist ja auch blöd. Der Tod ist langweilig. Der Übersetzer. Der Fährmann. Weiß ich nicht.
So, AI, Standing, Wandering mit Walking Range von 5. Kann nicht schwimmen. Sucht natürlich Schutz vor der Sonne und avoids water in front enemy, door interact disabled. Die könnte man ja auch tanzen lassen. Gut, ich finde jetzt nicht, dass der unbedingt so hierher passt. Vor allem nicht tagsüber. Ich lasse den jetzt erstmal da, aber ich glaube, den packe ich, wenn, dann später unten in die Krypta rein. Oder wir machen da halt wirklich, dass die Toten da herumfliegen. Man könnte ja sogar ein Volk aus Skeletten machen oder aus Zombies oder was weiß ich. Geht ja alles. So, auf jeden Fall, jetzt düsen wir wieder zurück. Den Slender haben wir gebaut. Hallo Fliege oder Glühwürmchen. Aber wo ist Derpy? Die Standardfrage eigentlich. Im Wald habe ich sie nicht gesehen. Hier ist er auch nicht. Ich dachte vielleicht über die Bäume geflogen, aber offenbar auch nicht. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, wo die hin ist. So, hier wieder zurück beim Arbeiterviertel. Und wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Da hinten, ja, eine Motte hier bei der Fackel. Schmetterlinge überhaupt hier unten drin sind natürlich total typisch. So, ach du Scheiße, die Spitzhacke ist ja fast schon voll im Arsch. Da hätte ich eigentlich gerade nochmal zum Amboss gehen können, zum Reparieren. So, und einen Schmied können wir uns dann natürlich auch da hinsetzen, ne? Ist ja klar. Da habe ich, glaube ich, sogar schon einen aus den Bewerbungen geangelt, wenn mich da nicht alles täuscht. Ich weiß es gerade nicht. So, dann mache ich hier mal eben die Wand hin. Dann machen wir den Flur hier fertig. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Und dann dementsprechend natürlich auch da oben wieder. So. Na, super. Schmörbel. Schmördörbel. So, hier mache ich schon mal, jetzt hier schon mal Wände rein. Ich gucke jetzt die ganze Zeit ängstlich auf die Spitzhacke dort unten, ob die jetzt den Rest noch aushält. Und hier das gleiche auch nochmal. Dann ziehen wir da jetzt überall Wände rein. Dann haben wir das direkt schon mal gemacht und hinterher können wir dann Räume reinballern. So, dann haben wir zumindest die Wege schon mal fertig und dann sind die auch schon mal direkt verbunden. Wie viel ist es noch? Naja, ein bisschen. So. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. So, ach ja. Ist das Silber übersehen? Ja, doch. Das kennen wir doch schon, das Silber. Das haben wir doch schon mal übersehen. So, zack, 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 zack. Und weg damit. So, wo ist jetzt eigentlich die Toilettentür? Die Toilettentür nicht. Da ist die Wand der Toilette, das heißt hier ist noch Raum. Da ist die Wand, hier ist Raum. Hier ist Tür, hier. So. Ich ziehe jetzt erstmal die Wand einfach hoch. Zack. Und die Dinger können wir da später immer noch reinhauen. Hier natürlich eine Fackel dran. Zack. Dann haben wir das auch. Ist ein bisschen düster hier, aber da kommt dann natürlich später noch Licht aus den Zimmern. Nicht verzagen. So, sieht jetzt ein bisschen Dungeon-mäßig aus hier natürlich auch.